Vielleicht kann das sein. Och, nö. Ich bin... Hä, wieso? Nein, ich habe bei mir den Sound ausgestellt auf den Boxen. Das kann eher sein. Warte, warte. Back to game. Habe ich die Boxen ausgestellt? Ne, ich habe aufgedreht. Warum kommt denn hier kein Sound? Sind meine Boxen kaputt oder was? Und da hätten sich noch ein Creeper, der sich gerade anschleichen wollte. Diese Sau. So, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Let's Play Folge. Ich hoffe mal, ich krieg dann die Soundprobleme gelöst. Ich weiß es gar nicht. Sag mal, was denn hier los? Boxen, das ist an. Ist doch alles an. Oder habe ich hier im PC das ausgestellt? Okay, so, egal. Ich guck, wir sehen uns in der nächsten Let's Play Folge und tschüssen. So, hallo an alle zur nächsten Let's Play Folge. Und ich glaube, ich höre wieder Sound im Hintergrund. Keine Ahnung, ich bin einfach nochmal neu ins Spiel rein. Jetzt geht's, glaube ich. So, ja, ich höre wieder Sounds. Wow. Ich weiß noch nicht, wo es herkommt. Ach ja, genau, eine Sache noch, Inventar entleeren. Sorry, ist mir aufgefallen jetzt gerade, weil wenn sie wieder durchrennen, dann habe ich wieder komplettes Inventar voll und alles und dann kann, muss ich gleich wieder zurücklaufen. Weißt du was, dann bleibe ich gleich hier und schmeiße ein bisschen Schrott raus. Ganz einfach. So, Nahrung. Hier, warte, Nahrung das rein. Nee, lass ich. Monsterflossen. Nee, Monsterklops. So, Monsterklops ist das da und den Rest nicht. So, wo haben wir denn Kohle zum Beispiel? Das kommt da rein. Dann Eisen behalte ich erstmal. Oder habe ich noch Eisenerz? Nein, habe ich nicht. Gravel ist dann an dieser Stelle da. Das heißt, da kommt der Gravel rein, da kommt der Flint rein. Und zum Farming-Staff gehören dann jetzt das da und das war's erstmal. So, Sandstein behalte ich, Sands und Slabs behalte ich auch. Und dann Cobbles könnte ich noch rausschmeißen. Und zwar da rein, warte so, da, da. Und jetzt geht's aber zügig wieder raus. Ich weiß, ich habe zwei Eimer Wasser dabei, ich weiß nicht wofür. Na egal, so. Ich glaube, so, sorry, immer einen wegen Lava, falls man... Slime! Slime-Geräusch! Slime-Geräusch, aber der kann doch gar nicht hier sein. Ich höre ganz... Sorry, das Gesprächsthema wollte ich übrigens auch noch mal anders da machen, vielleicht. Slime-Geräusch. Ich habe gerade einen Slime gehört. Ich höre es noch tapsen. Aber es ist weiter unten, gell? Bin ich vorbei? Ich glaube ja. Schleim für Sticky Pistons. Hier irgendwo, oder? Kommt das so vor? Moment, da buddel ich da. Nein! Oh, verdammt. Da buddel ich mich jetzt durch, wollte ich sagen. Sag mal, irgendwo. Ich kann mich helfen. Ich weiß gar nicht, ob ich auch da rüberkomme. So, jetzt. Wo ist es? Ha! Gerade erschreckt, ich hab nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ach so, Food habe ich gar nicht. Warte, warte, warte. Ach so, mit der Faust, gell? Oh, ist Minenschacht. Slime, Slime, Schleime. Nein, ich wollte schon sagen, Slime, Slime, Slime. Slime, Slime, Slime. Oh mein Gott, ich habe es erstmal in einer Folge irgendwie ein Tönchen von mir gegeben, im Sinne von melodisches Singen. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ja, tut mir leid, ich lasse es hier. Oho. Ist eine Kiste? Nein. Bigger than expected. Muss so auszudrücken. Large area with mineshafts. And let's continue in English. no, of course not. Natürlich nicht. Das wäre schlimm. Ich gehe aber nochmal entlang. Ein bisschen guck in dem geraden Gang. Hören. Fühle den Minenschacht. Nein, tue ich nicht. Da gehe ich jetzt nicht auf Tuchfühlung. Das könnten wir uns später irgendwann mal antun, wenn uns zu arg langweilig ist. Nein, Quatsch. Wird's sowieso nicht sein. Aber wir könnten vielleicht... Ich darf das nicht offen lassen, weil ich sonst vielleicht da drauf falle und dann einen auf die Schadensfresse bekomme. Warte, so. Ich mach sie so zu, damit wir ungefähr wissen, wo es ist. Also, Minenschacht erkunden vielleicht. Wer hat Bock, das ist jetzt eine Frage, den Minenschacht zu erkunden? Der sagt bitte jetzt, genau, was sagt denn der jetzt? Er schreibt in die Kommentare, irgendwas Kreatives, komm schon.
Nee, passt nicht. Irgendwas Kreatives. Ja, schreibt in die Kommentare irgendwas Kreatives. Also, ich meine jetzt irgendwas Kreatives. Nicht, dass ihr euch was ausdenken sollt, sondern irgendwas Kreatives, sondern wortwörtlich irgendwas Kreatives als Wörter. Genau, so. Das ist doch schon auch wieder kreativ, oder? Genau, also das können wir auf jeden Fall nochmal aufheben. Ist ja nicht so, dass wir das vergessen. Da haben wir schon mal Minenschacht wieder entdeckt. Obwohl, ich könnte wetten, dass er sowieso anknüpft an eine Stelle, wo wir sowieso schon mal waren. Das heißt, unerkundeter Nebenast wahrscheinlich, weil der Minenschacht ist so groß, ist das Ding ist ein riesen Schweizer Käse unten drin. Da sind überall Löcher und alles mögliche drin. So. Genau, ich wollte sagen, inwieweit Fußball geht im Sinne von Fan sein einer Mannschaft oder dann, ich sag mal so, stark wirkender Patriotismus in dem Fall auch. Ich meine, Fußball ist so eine Sache, da gibt's doch Gekloppe ohne Ende gibt's da Gekloppe drüber, auch wenn es gar nicht nötig ist. Wie kann man sich wegen Fußball überhaupt schlagen? Da fängt es schon an, die Leute, die einfach nur zu spielen fahren, nur um sich zu hauen. Also das hatten wir heute zufällig an der Arbeit in einer kurzen Gesprächsrunde mal angesprochen. Und hatte jemand gemeint, er wusste nicht, wo das war, irgendwo in Richtung Brasilien, Argentinien oder irgendwas, keine Ahnung. Da haben die sich mal, ist wegen Fußballspiel mal ein Krieg ausgebrochen, so ein kleiner. Also kriegmäßig, so richtig jetzt. Hallo? Das ist ein Fußballspiel. Ist ja schön, okay, wenn man für seine Mannschaft mitfiebert, aber wo endet das? Deswegen muss man doch nicht gleich in Krieg ausbrechen. Das Geilste war... Nee, warte mal. Was habe ich eben vor kurzem gelesen? Irgendwo... Moment mal kurz überlegen. In der Zeitung, glaube ich. In so einer... In so kleinen Anzeigen oder wo steht... Am Tag mal steht, ja, so ein ganz kurzen, so ein ganz kleinen Absatz nochmal zusammengefasst, irgendeine lustige Begebenheit in Anführungszeichen. Okay, was heißt lustig? Und zwar in Streit wegen der Wäscheklammer. Da haben sich zwei Frauen gestritten, wegen einer angeblich geklauten Wäscheklammer. Und am Ende musste die Polizei in einen Streit von 40 verwickelten Personen mit eingreifen und das Ganze beruhigen. Wegen der Wäscheklammer. Also man kann sich über wesentlich schwierig oder schwerwiegendere Sachen aufregen als eine Wäscheklammer. Man hat so viele Probleme in der Welt, da braucht man nicht auch noch Streit wegen der Wäscheklammer oder auch wegen dem Fußballspiel. Ist ja schön, wenn man mit seiner Mannschaft mitfiebert. Ich schaue ja auch jetzt wahrscheinlich dann jetzt gleich die zweite Halbzeit mit, ne, vom Fußball, weil gerade läuft ja Deutschland Italien und dann schaue ich mir das halt an. Und dann, wenn sie gewinnen, das freue ich mich halt, das ist okay, gut, sind wir eine Runde weiter. Und wenn sie verlieren, dann sage ich, ja, okay, war es halt nix. Schade, sind wir schon raus. Was soll's? Kannst du nichts machen. Faires Spiel und dann gut ist. Und dann, ja. Oder wenn es nicht fair war, dann so, na okay. Schiri pfeift halt, ne? Die Pfeife. Und dann ist halt gepfiffen. So, aber deswegen, ich weiß nicht, viele, ich finde, einige Leute finden das in dem Fall, oder nehmen das in dem Fall viel zu ernst. Das ist ein Spiel, das soll Sport sein, das soll etwas eigentlich für die Gemeinschaft sein, weil das ist Fußball ist ein Gemeinschafts- oder eine Gesellschaft, die kann man nicht nennen, ein Gemeinschaftsspiel, wo man als Team antritt oder wo Teams gegeneinander antreten und es soll vor allem Spaß machen. Deshalb macht man das Ganze doch. Okay, ja, ich sag mal so, Profisportler machen es wegen Geld, das ist klar. Aber es soll in erster Linie Spaß machen. Ich brauche noch mal ein bisschen Sand. Einige oder jemand hat daneben auch noch erwähnt, dass sie, glaube ich, auch pro gewonnenes Spiel bekommen. Also wenn die ins Viertelfinale so kommen, bekommen sie 50.000 Euro. Wenn sie ins Halbfinale kommen, nochmal sowas in der Art. Wenn sie ins Finale kommen, 150.000. Und wenn sie das Ding gewinnen, kriegen sie 300.000 oder so. Hab ich gehört. Ich, ohne Witz, bitte nicht jetzt glauben, sondern das ist eine Frage an mich selbst formuliert. Stimmt das? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, die machen es wegen dem Geld. Also sind das praktisch... Ich würde jetzt ein Wort nennen, was eigentlich nicht zu meinem Stil passt, aber in der Kombination, die spielen Fußball für Geld, würde ich es praktisch als, nee, komm, das sag ich jetzt nicht. Eine Person, die es für Geld macht, ist ein, also ist ein jemand, der Fußball für Geld macht, ein Ball, um es so auszudrücken, ne? Okay, ich lasse es, es ist blöd. Man soll sich nicht in Beleidigungswörtern wälzen. Zu vulgär ist nicht gut. Nein, ich weiß, ist nicht mein Stil. Es war halt so ein Gedanke, den man da hat. Man darf ja wohl mal komisch denken, oder? Oder was heißt komisch denken? Für manche ist es normal, so zu denken. Ich glaube, ihr könnt mir gar nicht folgen, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin gerade am anderen Ende der Galaxie in Gedanken versunken. Nein.
ne, und so. Wer das Wort vielleicht kennt, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, kann ja sein, weiß ja nicht. Kann ja sein. Oh, ja, okay, und auch, es sind ja keine Frauen, es sind ja Männer. Egal, so, egal, kommt, Leute, macht euch keinen Kopf drüber, ich mach mir auch keinen Kopf mehr, ich hab nichts gesagt. So, okay, auch Spark denkt manchmal böse Wörter. Hat halt irgendwie so gepasst, sorry. Tut mir leid. So, dann, ja, das ist übrigens mein eigene Jump-and-Run-Map, Download ab sofort, nein, gibt's keinen Download in der Videobeschreibung. Jedenfalls Jump and Run von durch Zufall. Und das ist sogar so, dass ich gar nicht mal so viel faile hier. Ja, Spark hat Jumpen geübt. Er kriegt das mittlerweile ziemlich einigermaßen gut hin. Und dass er die Map kennt. Ja, genau, einfach so Freestyle-mäßig rüber. Ach komm, ist nichts Besonderes. Ja, doch, kein Sprung verkackt. Bis jetzt noch alle geschafft. So, gucken wir mal. Da rüber und da. Da. Als ob ich es einen auswendig kenne. Okay, der war fail. Ich bin aber auch nicht hier zum, rumjumpen, weil ich eigentlich hier zum Sandsteinfarmen bin. Die Frage ist jetzt, kann ich sie ein bisschen aushalten, ohne von Creepern bombardiert zu werden? Das ist jetzt die Frage. Da unten ist schon der nächste und das sieht irgendwie gar nicht mal so schlecht aus. Gar nicht mal so schlecht. Eigenlob stinkt. Ach genau, und eine Sache noch, ich mache wieder Sounds runter. Auf 60% Eigenlob stinkt, aber gewaltig. Und die Folge ist voll. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge und... Tschüss. Autsch.